Wir sind heute hier in Dortmund im Ruder Leistungszentrum und bei mir sind Martin und Felix. Beide sind schon seit über 10 Jahren Mitglied des Deutschlandachter. Die beiden waren schon auf verschiedenen Wettkämpfen, unter anderem auch Olympia, haben schon die Goldmedaille geholt. Und ja, heute möchten wir die beiden mal fragen, wie bereitet ihr euch für die bevorstehende Olympiade in Tokio vor? Ja, wie sieht euer Trainingsalltag aus? Ja, unser Trainingsalltag besteht, wie der Name sagt, hauptsächlich erstmal aus Training. Also wir sind sehr viel unterwegs zurzeit, viel in Trainingslagern. Und die Zeit zwischen den Trainingslagern wird halt auch viel gemacht. Das heißt, umso näher man rankommt an Tokio, umso mehr wird es vom Umfang und umso mehr muss trainiert werden, logischerweise. Und darauf läuft es am Ende hinaus. Das heißt, euer Alltag besteht aus Trainieren, Trainieren, Trainieren. Aber wir wissen ja auch, dass die Ernährung bei Sportlern immer eine große Rolle spielt. Wie sieht eure Ernährung jetzt so, sag ich mal, vor der Olympiade aus? Habt ihr da einen bestimmten Plan oder ja, wonach richtet ihr eure Ernährung? Also wir haben jetzt keinen speziellen Ernährungsplan. Wichtig ist bei uns vor allem, dass wir ausreichend essen, genügend essen und vor allem die Qualität ist ganz entscheidend. Man kann sich das ein bisschen vorstellen mit dem Vergleich mit dem Motor. Wenn man hochwertigen Sprit dazu gibt, bringt natürlich mehr Leistung, als wenn man etwas Schlechtes reingibt. Und bei uns ist das im Prinzip das Gleiche. Okay, das heißt, einmal Ernährung rein sozusagen, um den Motor anzukurbeln. Um die Höchstleistung rauszuholen, werdet ihr bestimmt noch das eine oder andere noch ergänzen, oder? Ja, bei uns kommt einfach dazu, dass der Trainingsaufwand sehr hoch ist und die Regenerationszeiten relativ kurz. Und eine Möglichkeit, sich schneller zu regenerieren, ist direkt nach dem Training was zuzuführen, dass der Körper sofort die notwendigen Stoffe hat, um die Muskelzellen, aber auch um alles andere zu regenerieren. Das heißt sowohl die Kohlenhydrate als auch Eiweiß. Aber wir nutzen auch ganz gern dieses Sanocella-Zym, weil das die nötigen Mineralstoffe noch mit dazu gibt, um die Zellreparatur möglichst schnell voranzutreiben. Das hat sich bei uns als sehr positiv erwiesen. Und das ist sozusagen so ein Grundkonzept Ernährung, Regeneration, das direkt nach dem Training zuzuführen. Das heißt, Sanocella-Zym für eine bessere Regenerationsfähigkeit. Gibt es sonst noch Präparate, die ihr ergänzt zu eurem täglichen Essen? Da nutzen wir von Dr. Wolz eben die Vitamin D. Pillen zusätzlich, weil um die Jahreszeit ist es ohnehin immer so ein bisschen kritisch mit Vitamin D ausreichend zu sich zu nehmen und wir haben ohnehin einen deutlich höheren Verbrauch oder Bedarf besser gesagt, da ist das eine sehr gute Ergänzung und was natürlich auch einfach hilft, das Immunsystem halt einfach oben zu halten, ist noch das Vitalkomplex, mit wo einfach noch jede Menge Ergänzungsstoffe oder Nährungsstoffe drin sind, die man halt einfach allein schon in kürzester Zeit besser zu sich nehmen kann. Okay, das heißt, die Ergänzung gibt euch sozusagen noch den letzten Kick, damit ihr eben die Millisekunde schneller seid. Jetzt aus eurer Erfahrung raus, du bist schon seit 15 Jahren dabei, du seit 10, Felix. Was war euer prägendster Moment, wo würdet ihr sagen, das werde ich nie vergessen oder das ist das, was das Rudern ausmacht? Gut, das sind zwei Fragen in einem. Das eine ist, was macht das Rudern aus und was ist ein prägender Moment? Natürlich war 2012 in London ein sehr prägendes Erlebnis, die ganzen Spiele an sich schon, aber natürlich auch, dass wir da gewonnen haben. Ob da alles so gelaufen ist, dass es das ist, was das Rudern ausmacht, das weiß ich nicht. Das ist immer schwierig, weil beim Leistungssport kommen halt viele Sachen zusammen und Rudern ist vor allem Mannschaftssport und jedes Jahr ist was Besonderes und muss sagen, das, was es eigentlich ausmacht, ist jedes Jahr mit den Jungs zusammen wieder versuchen, eine Mannschaft zu formen, die so erfolgreich sein kann, die Hindernisse zu überwinden, die Schwierigkeiten, die man hat und ja, das macht für mich den Sport aus. Ich muss eigentlich sagen, für mich so das prägendste Erlebnis geht ein bisschen in die gleiche Richtung wie Martin, das du gerade beschrieben hast. Ich würde es eigentlich sogar konkret an einem Rennen benennen und zwar war das für mich 2015 in einem Vierer ohne, da saß ich nicht im Achter drin, habe quasi mit meiner Mannschaft den Vierer ohne für die Olympischen Spiele in Rio qualifiziert und wir waren eine relativ junge Mannschaft, eine ziemlich unerfahrene Mannschaft und man hätte uns das im Vorhinein nicht so unbedingt zutrauen oder zugetraut, weil einfach wir physisch nicht so stark waren und das war einfach, weil wir einfach als Mannschaft unheimlich gut funktioniert haben und uns da halt super zusammen durchgekämpft haben. Weiß noch, sind wir halt ins A-Finale gefahren, das hieß für uns automatisch, wir sind qualifiziert. Und das war halt so für mich so ein richtiger Schlüsselmoment,
was es heißt, wenn man sie zusammen durchkämpft und einfach jeden Tag da zusammen durchrackert. Also auf jeden Fall ein großer Zusammenhalt, der euch sozusagen die Mannschaft gibt. Jetzt noch abschließend die letzte Frage zum Schluss. Was habt ihr euch für Olympia vorgenommen? Wollt ihr wieder angreifen und eure Goldmedaille verteidigen? Ja, also verteidigen kann man nicht. Also es ist nicht so, dass wir sie schon haben und dann nur uns gegen die anderen wehren müssen, sondern wir haben die Chance, die vielleicht da zu gewinnen und die wollen wir nutzen. Und da sind wir auch ganz ehrlich, wir stecken unsere Ziele jetzt erstmal sehr hoch und wollen so weit, wie es geht. Und deswegen trainieren wir jeden Tag hart. Wir wissen aber, dass die Gegner das auch tun und entsprechend schwierig wird das Unterfangen. Nur unsere Ansprüche sind schon, erstmal so weit zu kommen, wie es geht. Und das ist in dem Fall natürlich auch bis Tokio, um die Goldmedaille zu kämpfen. Sehr gut. Dann bleibt mir zum Schluss nur zu sagen, vielen Dank für eure Zeit und wir wünschen euch natürlich nur das Beste. Nochmal eine super Trainingsvorbereitung jetzt in den nächsten Wochen und natürlich dann die Goldmedaille in Tokio. Dankeschön. Vielen Dank.